Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Slime Venture. Ich habe da ein Steinhuhn im Teich gefunden. Da sind meine Steinhühner. Und dann gleich die Plots eingesammelt. Denn wir müssen natürlich... Oh, ja, irgendwann muss ich da auch dafür sorgen, dass die mal woanders hinkommen. Denn wir wollten ja eine neue Drohne installieren. Und dafür braucht ihr jetzt erstmal Wasser, damit wir die ganzen Drohnen eben auch wieder versorgen können. Denn wenn die kein Wasser haben, arbeiten sie nicht. Und nur arbeitende Drohnen sind wirklich nützlich für uns. Also... Arbeite, kleine Drohne. Sind da 100 Stück drin oder wieso rührst du dich nicht? Tatsache. Okay, dann darf die sich tatsächlich ausruhen. Die sammelt Hühner, das ist gut. Mein Ziel ist erstmal, wir gehen jetzt in die... Na, oh, du hast Hunger, aber vor dir ist doch ein Huhn. Wo ist die hungrige Katze? Okay, du hast schon eins gefressen. Sehr gut. Wir installieren eine neue Drohne und ich müsste, glaube ich, als erstes würde ich ganz gerne schauen, dass wir vielleicht das einrichten können, dass hier automatisch... Was machst du denn hier halb aus deinem Gehege draußen, sag mal? Das finde ich aber nicht gut. Erstmal würde ich es gerne hinbekommen, dass die kleine Drohne hier nicht nur... Moment, das wird jetzt aufgehoben und stattdessen installieren wir eine weiterentwickelte Drohne. Du darfst, wie gehabt, lass mal sehen, wo sie sind, die Feuerplots, aus der Verbrennungsanlage ins Silo packen. Außerdem aber auch, jetzt muss ich mal gucken, was wir sind, wir nehmen Silberwurzeln aus dem Silo in die Verbrennungsanlage, um da Asche zu produzieren. Jetzt muss ich nur erstmal hier dann Silberwurzeln einstellen, wir haben davon so viele, dass es eigentlich gehen sollte. Habe ich hier denn noch einen Platz für Silberwurzeln? Ja, also nicht so wirklich, ne? Aber Pieksbirnen kann ich halt auch nicht nehmen. Davon habe ich nicht genug dafür. Denn die brauche ich ja auch für diese kleinen süßen Slimes. Die jetzt erstmal Nachschub bekommen. Das Gute ist, wir haben dann tatsächlich einen Grund, hier eben nochmal eine Drohne zu installieren. Denn dann wird es wirklich nützlich, wenn die hier Futter nachliefern können. Im Moment würde ich jetzt einfach tatsächlich nur schauen, dass wir hier vorne noch mal ein paar Rüben reintun. Und dann haben wir da auch einen Platz frei. Ich muss im Endeffekt Plots wegtun, aber das mache ich nicht. Jetzt, das mache ich dann tatsächlich mal zwischen den Folgen. Für den Moment packen wir einfach nur hier Rüben rein. Und ich sammle hier ein paar Plots aus dem Plot-Sammler auf und verkaufe die. Sonst wird hier einfach nichts mehr gesammelt, das wäre nicht so schön. Aber das ganze Umschichten von Plots, bzw. Verkaufen von Plots, das ist hungrig, wie einfach sind die Armen. Warte mal, ich stelle das hier mal auf ein bisschen mehr. Die Armen klein. Guck mal, die sind alle hungrig. Ich muss denen gerade sofort mal was zu essen geben. Ich kann mir das nicht mit angucken. Die Armen, die sind so hungrig. Meine armen kleinen Slimes. So, jetzt sollte es euch wieder besser gehen, oder? Ja, jetzt geht es euch wieder besser. Bitteschön. Dann holen wir da jetzt nur noch schnell die Pink Plots ein bisschen raus. Und dann ist alles gut. Wir werden nachher wieder sofort einen vollen Sammler haben, aber das macht ja nichts. Bisschen muss ich halt dafür sorgen, dass hier immer noch was eingesammelt werden kann. Ja, guck mal, wie voll der sofort wieder ist. Und dann verkaufen wir die Sachen aber auch direkt. Da drüben müsste ich das auch machen, da sind auch so viele drin. Und dann müsste ich hier eigentlich auch direkt ein paar Silberwurzeln... Auch die, ja, wir müssen das auf jeden Fall machen. Die fliegen ja schon aus dem Gehege raus. Ich wünschte, wir könnten mit einem Klick einfach die Sachen alle aus unserem Backpack verkaufen. Aus dem. Nur zum Beispiel alles aus Slot 1 instant verkaufen. Alle 100. Futter müssten sie haben. Das sollte auch schnell genug verteilt werden. Nur die Plots müssen halt wirklich raus. Ich habe immer Angst, dass sie despawnen. Außerdem glaube ich auch nicht, dass es so angenehm ist. Guck mal, wie die fliegen. Eigentlich sehr schön.
aber dann auch wieder sehr beunruhigend, denn sobald einer in die falsche Richtung fliegt und so einer von unseren Phasen-Slimes einen zu fassen bekommt, haben wir einen Tar hier drin und das möchte ich nicht. Was ich machen könnte, um dem vorzubeugen, falls es doch mal passiert, ich könnte Wasserkanonen... Moment, erstmal hier, direkt. Ich könnte solche Wassergeschütze aufstellen. Falls dann doch mal ein Unfall passiert, dann würde der Tar wenigstens direkt eliminiert werden und nicht für mehr Leid und... ja, Leid und Chaos bei meinen anderen Slimes sorgen. Ich weiß aber nicht, ob das... bin mir da nicht sicher. Ich hole jetzt nur noch einmal schnell ein paar Silberwurzeln. Auch nicht hunderte oder so, sondern wirklich... also zumindest nicht 300, nur so ein paar. Damit eben die kleine Drohne unsere Lava-Slimes versorgen kann. Und dann würde ich, glaube ich, auch irgendwann noch mal einen dritten davon suchen. Aber dafür müssen wir in die Wüste. Und ich bin mir nicht ganz sicher, da oben ist auch ein halb leeres schon. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da jetzt wirklich den Nerv dazu habe. Hier muss ich aber auf jeden Fall die... ja komm, wir nehmen einmal 100 Stück mit und dann versorge ich die Drohne hier noch schnell mit Wasser. Und wenn wir dann wieder zurückkommen... so. Wenn wir dann wieder zurückkommen, gehen wir auch direkt wieder... wieso hast du denn jetzt nichts zu tun? Ich dachte, ich hätte dich konfiguriert. Du sollst bitte Minzmangos nehmen. Aus dem Silo und in den Futterautomaten tun. Und ebenso bitte Minzmangos aus dem Garten ins Silo füllen. So ist schön. Kann es sein, dass wir die... wir haben die konfiguriert, bevor die Minzmangos fertig waren. Hat sie sich dann einfach vielleicht resettet? Aber die hier macht es doch auch richtig eigentlich. Ihr seid alle noch da drin, ja? Das sind die nächsten, die wir uns kümmern werden. Dass wir einfach schauen, dass die... muss ich mal kurz kratzen. Dass die immer genug Futter haben, dass da auch eine Drohne sich drum kümmert. Diese muss ich mich auch noch schnell kümmern. Das letzte, was wir machen, versprochen. Aber da liegen auch schon wieder viel zu viele drin. Und nach muss man das halt auch machen. Gehört halt auch dazu, ne? Das ist wie schon letztes Mal mit den Plots, die hier rumliegen auf der Ranch, wo die Kätzchen das nicht mögen, ist das halt auch hier. Wenn man Haustiere hat, dann kümmert man sich um die. Und die Slimes sind ja quasi unsere Haustiere hier auf der Ranch. Also kümmern wir uns auch ganz liebevoll um die Kleinen, selbst wenn sie gerne mal Plots pupsen. Wir haben ja auch was davon, ne? Die werden verkauft, da kriegen wir Geld. Wo ich gar nicht weiß, was wir damit eigentlich anstellen sollen. Mit unseren ganzen U-Bugs. Ich wünschte, es gäbe noch eine Verwendung. Außer jetzt halt, ja, sie sammeln. Außer auf das Achievement hinarbeiten, dass man davon, glaube ich, 1 Million hat. Jetzt könnten wir mal gucken, welche Achievements. Ach ja, die Aufgabenkäse. Nein, welche Achievements uns noch fehlen, das könnten wir tatsächlich schnell gucken. Lass mal eben schnell gucken. Slimepedia, Errungenschaften, da ist es. Wir haben... was haben wir denn noch nicht? Hier fehlt noch was. Karussell, äschere ein altes Huhn ein. Ich glaube nicht, dass ich das mit... ich habe zwischendurch gesehen, dass uns irgendwas gefehlt hat. Einige sind noch nicht da. Profimäßig, auf vollständig Slimepedia, das haben wir noch nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da die neuen komischen DLC-Slimes mit drin sind. Das wäre gemein. 50 Punkte, die habe ich auch noch nicht geschafft. Ein Tar auf der Slime-Ball, also auf der Slime-Bühne. Ende des Haste. Ah, richtig. Das gibt's ja auch noch. Monster, das werde ich nicht bekommen. Fülle einen Teich auf deiner Ranch mit wenigstens 5 verschiedenen Arten von Salz. Das könnten wir mal machen bei Gelegenheit. Lagos im gleichen Gehege. Ja, sollen wir das mal machen? Nee, das machen wir jetzt nicht. Da muss man halt sehr aufpassen. Wenn die dann pupsen, dann ist vorbei. Dann haben wir Tars. Das möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Wie habe ich es denn geschafft, dass wir 2 unterschiedliche Sorten da drin haben? Egal. Egal, egal. Wir gehen lustige, seltsame Objekte suchen und vielleicht auch hin und wieder den ein oder anderen Slime. Denn ich kann natürlich nicht davon ausgehen, dass wir nur Objekte finden. Aber
Wir fangen auf jeden Fall gut mit einem Objekt an, denn hier ist das erste schon. Nein, ihr sollt nicht in... Oh ja. Manchmal nervt ihr. Schlimme kleine Slimes. Da haben wir leider nur 6 bekommen. Die anderen 2 sind abgehauen. Und ich höre hier Menschen. Hört man das? Hört man das? Ich möchte euch mitteilen, das ist mitten in der Nacht hier. Hier sollten keine Menschen mehr laut sein. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin leider ein sehr lärmempfindlicher Mensch. Also falls das noch nicht ohnehin schon aufgefallen ist, weil ich mich oft über Geräusche beklage. Ich bin tatsächlich sehr lärmempfindlich. Also, es gibt ja Leute, die stört das überhaupt nicht, wenn es irgendwie laut ist in ihrer Umgebung. Die können sich da immer noch konzentrieren. Ich verliere sehr schnell die Konzentration, wenn es laut ist. Mist, der ist weg. Verliere sehr schnell die Konzentration, wenn es laut ist. Und ja, entsprechend fällt mir eben auch auf, wenn draußen Menschen in meiner Umgebung irgendwie lauter sind. Ist dann nicht immer ganz das Tollste, aber was soll's. Da ist nichts mehr. Ich glaube auch nicht, dass hier irgendwie... Jetzt muss ich mal hier... Ja, da können wir eigentlich entlang. Da dürfen wir auch nicht herkommen. Dann gucken wir hier mal. Guck mal, schauen wir, ist mal der Nächste. 85 ist unser neuer Rekord gewesen, glaube ich. Und ich sehe schon, dieser große Pilz, der da ist, das ist auch ein... auch ein Glitch-Slime, beziehungsweise eine Ansammlung von Glitch-Slimes. Ach, jetzt komm schon her, du. Wo ist der jetzt? Da war doch eben noch einer. Aber das... Ja, wie gesagt. Der hat gezittert, daran hat man das erkannt. Falls ihr es nicht gesehen habt. Wobei ich glaube, dass ihr vermutlich mehr entdeckt als ich von solchen Hinweisen auf die Stör-Slimes. Weil ich hier dann zum Beispiel gerade so einen Tunnelblick auf diese kleinen, wuschelnden Viecher habe. Und dann eventuell gar nicht alles bemerke. So, jetzt habe ich doch gerade eben irgendeinen Baum gesehen irgendwo mit Früchten. Und habe mir gedacht, das ist doch eigentlich sicher auch ein Fake-Baum. Guck mal, Schatz. Yay! Der war relativ offensichtlich. Ein Batterieturm, ein massiver batteriebetriebener Apparat, der etwas anzutreiben scheint. Besucht den Fabrikator um dieses Gerät. Oh ja, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Wo ist jetzt dieser Baum, den ich... Da dachte ich eigentlich, aber der ist dann doch echt gewesen, wie es scheint. Okay. Ein batteriebetriebener irgendwas. Oh, das ist super da drin. Ich hab die Hoffnung... Nein, nicht abhauen! Komm her, du... Nein, verdammt. Okay, die haben wir wenigstens größtenteils erwischt. Das ist keiner. Und das ist ein halber Slime hinterher. Also nicht ein halber Slime. Ihr wisst schon. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich könnte hier Slimes sammeln, aber das bringt's halt nicht so wirklich, haben wir ja gelernt. Danke übrigens nochmal für den Tipp, es geht wirklich so viel schneller. Wenn ich noch knapp 30 kriegen würde, wäre das tatsächlich das Ziel, das ich mal hatte. Ich fürchte nur, das könnte schwierig werden, weil bestimmt gleich die ersten Tars auftauchen. Wir gucken aber hier trotzdem mal noch weiter. Hier könnten ja durch... Ja, da sehe ich ja schon die... Tarportale. Macht aber nichts, wir können einfach hier reingehen. Da drin tauchen die nämlich... Sie tauchen auf, aber später habe ich das Gefühl. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass hier drin nicht mehr so viel... Und wir haben keinen Mist. Wir haben kein Debug-Spray mehr. Ich bin ein bisschen unzufrieden damit. Aber ich müsste hier theoretisch... Da ist wieder welches, genau. Ich wollte es gerade sagen, ich müsste hier eigentlich direkt wieder welches finden. Bist du denn ein... Ja. Das war geraten. Der sah einfach so ein bisschen deplatziert an der Stelle aus. Zwei eingesuppt. Putzi, putzi, putzi. Ja, feiner Slime.
Und da ist unser Ausgang, der uns angesagt hat. 20! Mir fehlen nur noch 20! Ich will 20 Slimes noch finden. Komm schon, irgendwo. Das muss doch gehen. Welche Richtung muss ich eigentlich? Nicht andere, natürlich. Klar. War klar, dass ich in die andere Richtung muss. Danke. Danke, liebes Spiel, dass ich in die andere Richtung soll. Hättest du mich jetzt ja auch dahin schicken können, wo ich hin wollte. Können wir eigentlich das hier vielleicht? Nein. Du vielleicht? Nein. Ich weiß gar nicht, ob Kristalle Tars sein können. Das weiß ich ehrlich nicht. Bist du einer? Nee, bist du nicht. Schnell weg, bevor mich beißt. Okay, ich muss... In welche Richtung muss ich denn da runter? Okay, ich muss ins Moosbett zurück. Das könnte vielleicht eventuell bedeuten, dass ich an dem einen oder anderen... Störslime noch vorbeikomme. Ja. Das Problem ist, ich kann hier noch ein bisschen sammeln, aber wirklich viel wird's nicht... Oh Gott. Wollte gerade sagen, wirklich viel wird's nicht mehr werden, denn dafür sind hier einfach schon zu viele Tars. Ah, nein, da will ich jetzt gar nicht rein. Da will ich gar nicht rein. Lass mal gucken. Entdecke ich hier noch irgendwas? Na gut. Ist vielleicht besser, wir gehen raus. Die 83 sind schon eine sehr gute Ausbeute. Wären wir ein bisschen besser, könnten wir mehr schaffen. Aber wir können theoretisch gleich nochmal rein. Dadurch, dass ich letztes Mal so viel Zeit damit verbracht habe, Futter hin und her zu schieben, bin ich jetzt tatsächlich versucht, einfach zu sagen, wir gehen zweimal direkt hintereinander rein. Wir kriegen jetzt nämlich genau 300. Das ist ja schön. Guck mal, wir haben genau die Hälfte. Und natürlich könnte ich jetzt hier die Mannigfachwürfel erstmal einlagern und dann gehen wir einfach nochmal direkt in unsere Slimulation. Du hast mir auch nichts Neues zu sagen, oder? Okay. Nein, nein, kannst du mir nicht. Du sagst immer dasselbe, dann klicke ich das mal durch. Es tut mir immer noch sehr leid, dass ich das einmal, glaube ich, durchgeklickt habe. So, rein in die Slimulation. Wir probieren einfach unser Glück direkt nochmal. Dadurch, dass sie jedes Mal neu erstellt wird, haben wir ja doch wirklich das Glück, dass wir jedes Mal ganz neu anfangen können. Ich würde aber erstmal ganz kurz hier schauen wollen. Du bist direkt einer. Du bist direkt ein Haufen kleiner, süßer Glitsche. Nein, nicht ins Meer. Dann schauen wir aber hier mal an der Seite entlang. Das war ja sogar der richtige Weg. Okay. Jetzt ist die Frage, wo wir als nächstes hingehen. Ich würde sagen, erstmal kurz nach da hinten. Da ist nicht so unendlich viel. Da geht es theoretisch raus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben, wenn wir hier hinten entlang gehen, genau, dass wir dann doch noch irgendwas Interessantes finden. Und sei es nur, dass wir hier bei den Teichen ankommen. Und nicht über diese Brücke fliegen müssen. Ich sehe da auf jeden Fall... Du bist doch garantiert. Komm, du bist doch... Du bist nicht. Mist. Ich habe die Befürchtung, dass ich hier eher so einen schlechten... Das vorne ist einer. Nein? Gar nichts? Okay. Okay, das wird ein schlechter Lauf. Das sehe ich jetzt schon kommen. Mist. Aber hier kommen wir her. Ich muss hier irgendwie gerade mal rausfinden. Wir gehen darüber. Wir gehen darüber. Hier oben rüber. Dann kommen wir an eine Stelle bestimmt, wo wir irgendwas finden. Ich bin da echt positiv und guter Dinge. Okay, dann nicht. Du bist ein Haufen Glitch-Slimes. Sehr schön. Kriegen wir ja doch noch ein paar zusammen. Würdest du... Hallo? Kommt her. Also ich bin zufrieden, wenn wir, sagen wir mal, 50 bekommen. Dann haben wir 350. Damit könnte ich echt gut leben. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Tollste dann von der Anzahl her. Geh dann nochmal weg. Es wäre vielleicht nicht das Tollste von der Anzahl her, aber lieber habe ich eine solide Anzahl, die ich dann habe, als dass ich... Kein Mist, der ist unsichtbar geworden oder verschwunden, ich weiß es nicht. Wir
ist jetzt nichts mehr. Dann gehen wir weiter. Ja, es sind eher wenige, die wir heute finden. Ist ein bisschen schade. Also was heißt heute, ne? Jetzt halt gerade. Vorher hat es ja durchaus gut geklappt. Das müsste ich vielleicht bei dem... Okay. Der Pilz war auf Verdacht. Da habe ich jetzt wirklich überhaupt keinen Anhaltspunkt gehabt. Oder zumindest keinen gesehen. Es gab vermutlich einen. Aber gesehen habe ich ihn nicht. Das war einfach nur geraten. Das war nur geraten. Das wird ein echter Baum sein, nehme ich an. Ein echter Pilz, ein echter Stein. So viele echte Sachen, bist du echt? Haha, nein, bist du nicht. Aber zu viele von... Da hauen zu viele ins Meer ab. Das ärgert mich so ein bisschen. Ich wünschte, wir könnten... Also ich wünschte einfach, da wäre so eine Alpha-Wand, dass sie nicht durchkommen. So, hier. Trotzdem können wir es natürlich kurz anschießen, damit wir zumindest so die offensichtlichsten mitnehmen können. Da ist einer verschwunden. Merde. Das Einzige, was ich auf Französisch noch wirklich kann. Fluchen. Und eigentlich nicht mal das sonderlich gut. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Eigentlich bin ich nicht mal im Fluchen auf Französisch irgendwie sehr bewandert. So. Hier durch. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Und da sind schon die ersten Ta... Au! Oh, Manu. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass da direkt so ein Tar ist. Die ganzen Tars sind übrigens mit einem Schuss theoretisch weg. Ich müsste jetzt natürlich nochmal, wenn ich irgendwas Nützliches machen möchte, außer vielleicht Slimes behelligen. Naja, was hatte ich gesagt? Mit 50 bin ich zufrieden. Ich stelle gerade fest, ich bin es nicht. Au! Oh Manu, lass das! Nein, lass das! Aua! Mein Slime! Manu! Also hier ist gerade echt eklig. Jetzt habe ich zwei Slimes weniger als... Ich wollte gerade schon sagen, ich bin eigentlich nicht glücklich so... Wo geht's raus da? Ich bin doch nicht glücklich mit 50. Das ist mir zu wenig. Aber ich komme hier leider vermutlich auch nicht mehr an mehr Slimes. Au, oh Manu. Diese Mistviecher. Nein! Achso, das war normal. Okay, okay, alles gut. Solange es kein Tar ist, der mich anknabbert, ist alles halb so schlimm. Keine, ihr seid alle normal. Du bist... Nee, das war nicht der gewesen. Jetzt hatte ich gehofft, ich könnte schnell einen einsaugen, damit wir doch noch auf die... Also das ist jetzt echt nicht gut, muss man sagen. Wie gesagt, das Debug-Spray respawnt nicht, sonst würde ich mir vielleicht Hoffnung machen. Oh, hier sind... Kann es sein, dass die jetzt schneller gekommen sind? Oder in größerer Anzahl, weil wir so schnell hintereinander wieder in der Slimulation waren? Es kommt mir so ein bisschen vor. Also das ist gerade echt eine Tarhölle. Wir müssen so weit zurück. Nein, lasst mich. Lasst mich. Ich mag euch nicht. Ich will, dass ihr weggeht. Ich will einfach, dass ihr weggeht und mich in Ruhe lasst. Ihr... Au, nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Tschüss. Ich habe gerade mal 44. Oh, das ist so traurig. Ich habe gesagt, für, weißt du, ich dachte so, ja, sagst du mal, so mit 50 wärst du zufrieden, aber eigentlich willst du mehr so 70 mit rausnehmen. Was schaffen wir? 44. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Es sind immerhin zwei Mannigfachwürfel, aber trotzdem. Zufrieden bin ich jetzt nicht unbedingt. Na gut, na gut. Was machen wir denn jetzt Schönes? Erstmal gucken, ob alle auf der Ranch noch versorgt sind, oder? Und Minzmango können wir da vorne reintun. Wieso packt ihr denn die Minzmangos bitte außerhalb eures Geheges umhin? Ich verstehe euch nicht, kleine liebe Slimes. Was wir machen können, ist jetzt... Ich werde jetzt erstmal ein bisschen... Ich denke...
Ja, ich werde jetzt ein bisschen Futter umschichten, damit wir tatsächlich überall 300 haben. Also, dass wir hier 300 Minzmangos eingelagert haben. Und 300 Pieksbirnen. Ich glaube, dafür muss ich Pieksbirnen nochmal... Wobei, Pieksbirnen bauen wir ja an. Wir bauen hier genau die richtigen Sachen jetzt an. Dann gucke ich, dass ich in der anderen... Also im Wildwuchs drüben, dass ich 300 von den Futtersorten habe. Und dass ich auch in der Grotte alles einlagere, wie es sollte. Apropos einlagern, wie es sollte. Ich könnte nochmal, weil wir schon dabei sind, eine weiterentwickelte Drohne fabrizieren. Und neben den Mannigfachwürfeln wären es ja auch Jäger- und Honigplorts ganz praktisch. Dann brauchen wir doch da ein paar Honigplorts rein. Aber das mache ich jetzt ohne euch, dieses ganze Hin- und Hergerenne, denn ich glaube, das ist nicht sonderlich spannend. Und ich glaube, ich tue gerade auch gut daran, wenn ich mir selber eine Pause gönne, weil irgendwie verhaspel ich mich schon die ganze Zeit und das passt mir nicht. Aber das Problem habe ich schon den ganzen Abend. Trotzdem musste ich jetzt einfach was aufnehmen. Also müssen im Sinne von... Mein Plan sagt das halt so. Ich könnte mir jetzt auch einen Tag frei nehmen, aber ich wollte ja auch weiterspielen. Von daher, alles gut. Gut, dann macht euch also noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Slime Rancher. Wenn ich dann hier ein bisschen was auf der Farm vielleicht vorbereitet habe. Wobei, das ist halt auch immer schwierig. Denn selbst wenn ich es vorbereite, in der Zeit, wo ich mich dann um die einen Slimes kümmere, produzieren die anderen Slimes wieder Plorts und werden hungrig, beziehungsweise verbrauchen dann ihre Nahrung. Oh Gott, und jetzt habe ich da ganz viele Derwisch-Slimes, Derwisch-Plorts eingesammelt. Beziehungsweise nicht eingesammelt. So. Da hinten ist einer rausgeflogen, oder? Nee, doch nicht. Gut, also... Mal gucken, wie erfolgreich ich im Vorbereiten bin und ob nicht die Hälfte von dem, was ich vorbereite, da wieder hinfällig ist. Macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und bye bye!